paar schnelle Fragen entstehen. Das macht nichts. Schön, dass Sie da sind. Wollen Sie mir, reaktionärem Juppie-Schwein, jetzt nicht zuallererst mal eine ballern? So ein Quatsch hätte ich über Sie nie gesagt. Meine Kritik war konkret in dem Auszug. Vor 25 Jahren mit Strauß und Kohl im Ersten, heute mit Blome und Feldenkirchen bei Tele 5. Ja, das ist ein Niedergang. Legen Sie eigentlich bewusst das Gegenteil einer Karriere hin? Es macht schon Spaß, sich von bestimmten Umständen und Milieus zu verabschieden. Manufaktum-Fan? Nein, schon aus ästhetischen Gründen. Das ist so viel Neoromantik und Spießertum. Nein, die haben ein paar ganz nette Werkzeuge früher mal gehabt, aber nicht in meiner Preisklasse. Und heute ist das so Neo-Biedermeier. So. Ja. Ja, nein, nicht meins. Ihre Botschaft an die 500 Lohnsklaven, die nur zwei Häuser entfernt von hier im Kompetenz-Call-Center unter ihren Headsets bluten. Unter anderem für diese Redaktion? Nein, die sind ausgelagert auf die Kaimaninseln. Okay, alles klar. Ihre Botschaft an die? Eine Botschaft aus dieser Sendung an diese Leute, die wissen schon, was sie für mir zu halten haben. Mit denen treffe ich mich dann lieber außerhalb. Jetzt muss ich erst mal gucken, dass ich diese Sendung hinter mich kriege. Schaffen wir. Stimmt. Welche Partei wählen Sie eigentlich bei der nächsten Bundestagswahl? Das ist eine furchtbar gute Frage. Ich gehe ja manchmal hin und mache dann ein sehr, sehr großes Kreuz über den ganzen Lappen, weil das Angebot ist meistens ziemlich schlecht. Ja, ich bleibe dann nicht zu Hause, weil ich will schon, dass man weiß, dass da eine Unzufriedenheit ist. Aber es gibt meistens eigentlich leider nichts zu wählen. Ich bin nicht prinzipiell gegen Wählen, aber das Angebot ist so saumäßig. Was wäre schlimmer für Sie? Lebenslang jeden Abend mit einem befreundeten Paar gemütlich Wokgerichte kochen? Und anschließend Brettspiele oder in Iran leben? Diese Frage ist ganz furchtbar. Ich glaube, im Iran würde ich vielleicht im Widerstandskreisen mehr nette Leute kennen, mit denen ich nicht jeden Abend Wokgerichte und Brettspiele machen müsste. Ja. Aber die Alternativen sind nicht wirklich faszinierend. Einfach und kurz bitte für uns Laien. Wie genau geht Schottern? Schottern heißt, dass man Gleise, die nach Gorleben führen zum Atommülllager, so unbefahrbar macht, dass dieser verdammte Atomtransport halten muss. Wie macht man das? Indem man einfach den Schotter unter den Gleisen wegkratzt, weil das dann instabil wird. Das ist nicht so schwer. Man muss nur aufpassen, sich dabei nicht erwischen zu lassen. Oder die Hand aus dem Beton rausbringen, bevor er festkommt. Haben Sie volle Kosten? Nee, so ein Märtyrerzeug meine ich. Haben Sie volle Kostenkontrolle über Ihr Handy? Mein Handy ist klein, schwach und hat wenig Elektrosmog. Es ist total billig und ich telefoniere relativ ungern. Ihr stilles Gebet für Ulrike Meinhof? Weder Gebet noch still. Was ich zu sagen habe, habe ich in der auch kritischen Biografie über Sie geschrieben. Würden Sie mir mal rasch die Relativitätstheorie erklären, die Sie schon im Alter von 10 Jahren gecheckt haben? Nein, die habe ich glücklicherweise längst vergessen, weil ich sie nicht brauche. Im Fernsehen? Hier jetzt, um zu beweisen, was für ein Streber ich Nein. bin? Nein, um mir zu erklären, was hier passiert. Ich muss Ihnen nicht alles erklären. Ihre Geste in Richtung Grunewald, wo der traurige Joschka Fischer in seiner Villa sitzt, Klassik hört, Minu Barati befummelt und wie Elvis Presley jeden Tag fetter wird. Ich glaube, jetzt haben Sie gerade Ihr Problem mit Fischer beschrieben. Kann das sein? Eine Außenbeschreibung. Okay, ich finde nur, dass manchmal habe ich sogar eine gute Menschenkenntnis. Als der nämlich noch zur Linken gehörten, fand ich ihn charakterlich immer schon etwas defizitär. Ihre heute, Geste an ihn? Gar keine. So oder so oder. Haben wir das drin? Ich mach's nicht nochmal. Ich hab's kurz verpasst. Ja, ist klar. Gehen wir nachher noch zusammen zum Coca-Cola-Weihnachtstruck? Was ist denn das? Was ist das? Das ist die schöne Seite des Kapitalismus. Zuckerwasser in braun. Was wir zusammen nachher machen, werden wir sehen, wenn wir, wie gesagt, diese Sendung hinter uns gebracht haben. Wollen wir uns setzen? Ja. Jutta Ditfurth, toll, dass Sie da sind. Nehmen Sie Platz.